Während Marianne gerade, wie wir gehört haben, noch mal so richtig aufdreht, musikalisch, hat meine nächste Künstlerin, die ich jetzt begrüßen darf, eine andere Entscheidung getroffen. Die hat gesagt, nein, das ist jetzt vorbei, ich singe im Fernsehen nicht mehr. Naja, ich würde sagen, sie singt heute doch. Wie das geht, erzähle ich Ihnen später. Aber auf jeden Fall steht sie ja sehr, sehr erfolgreich immer noch auf der Bühne, auf der Kabarettbühne. Dort singt sie dann auch und sie ist da nicht alleine, sondern hat einen kongenialen Partner, einen Kabarettisten der Extraklasse und mit dem ist sie heute hier. Herzlich willkommen, Mary Rose und Wolfgang Trepper. Herr Trepper, kommen Sie mit, kommen Sie mit. Wir müssen uns nett platzieren. Bitte sehr. Nehmt Platz. So, Mary, du, dann ich hier. Okay. Ich habe es gerade gesagt. Du bist seit 5 Jahren, glaube ich, oder Sie sind seit 5 Jahren gemeinsam auf der Bühne, haben Spaß. Und du lässt dir eine Menge gefallen, ne? Ja. Ja, aber er kriegt auch was ab. Er kriegt auch was ab. Also es ist nicht so, dass nur er austeilt. Aber Nein. Wir spielen dieses Stück wirklich 5 Jahre schon. Man soll es gar nicht glauben. Ne? Unfassbar. Ich glaube, ich habe es auch 3-mal gesehen. Ja. Hm. Und? 3-mal und einmal sogar im Fernsehen. Da habe ich das einmal gemacht, habe ich es auch gesehen. Es heißt Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Ja, und passen Sie auf, es wird noch schlimmer. Es gibt ein neues Programm, ja. Herr Trepper. Das steht so in den Startlöchern. Wie heißt das? Ja, das stimmt, aber das haben wir dann gedacht, das muss ein bisschen netter klingen. Und das heißt mehr Nutten, mehr Koks, Scheiß auf die Erdbeeren. Ja, lassen wir mal so stehen. Aber das Schöne ist, dass wir eigentlich dieses Programm auch schon dieses Jahr gespielt hätten. Und es ist, glaube ich, zu 95% schon ausverkauft. Also Wir gehen mit einer Freude in dieses Programm. Ja, ihr steckt eigentlich in den Startlöchern. Ich glaube, von 40.000 Tickets sind 35.000 schon verkauft. Also Wann kann es denn losgehen, Herr Trepper? Ja, wir hätten schon längst angefangen. Im August hätten wir angefangen. Und jetzt müssen wir, weil jeder mitbekommt, wie die Situation normal ist. Und wir wollen ja alle, die Karten haben, auch zufrieden nach Hause schicken. Und uns bringt es nichts, wenn man sagt, 50% der Leute können rein, weil die Buden sind überall voll. Und deswegen schieben wir die ganze Tournee auf 2021. Wobei das sehr mutig ist, weil dann ist Mary ja noch ein Jahr älter. Aber ja, ich bin ja auch schon im Heim, Leute. Ja? Also, nein, um Gottes Willen, nein. Ich mache ja jeden Abend meinen Bingo-Abend. Ja. Und da freut sich der Herr Trepper immer. Naja, der Herr Trepper, der sucht ja nach so Kleinigkeiten, nicht? Um dich so ein bisschen, ich sehe schon wieder, hier stehen schon wieder die Lachtränen in den Augen. Nee, ihr beide, Herr Trepper. Ich habe ihn ja gefragt, ob er das mit mir macht. Und er hat ja einfach nur Ja gesagt. Ja. Ja, er hat ja auch was davon, merkt man ja. Aber die Frau ist natürlich sehr, sehr erfolgreich, Herr Trepper, ne? Durch ihr ganzes Leben gegangen. Ja. Und da wundert es auch nicht, dass diese Frau heute sagen kann, ich habe ein Boot. Sie nennt es ein Boot. Ich sag mal, es ist ein Riesending. Ne? So, würde mal sagen, 17 Meter breit, hat man mir gesagt, 57 Meter lang. Passen Hunderte von Menschen drauf, sogar Autos. Ist das nicht toll? Ja, das hat ja Yachtausmaße. Wie konnte denn das passieren, muss ich jetzt Mary Onassis zu dir sagen? Also meine Schulfreundin, die ich wirklich 35 Jahre, meine Schulfreundin Elke, die ich 35 Jahre nicht gesehen hat, die hat gesagt, hättest du was dagegen, wenn man ein Schiff nach deinem Namen benennt. Ich sag, du, jeder hat ja ein Schiff, ist ja was ganz Normales. Ne? Und ich dachte, das ist irgendwie versteckte Kamera. Guck hier, jetzt haben wir die Taufe da vorne. Ne? Und immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel. Yeah! Hängen. Du bist aus Bingen, ne? Das ist nicht meine Telefonnummer, die da oben dran steht. Nee. Haben wirklich Leute schon gefragt. Das meine ich. Das ist die vom Therapeuten. Du bist aus Bingen? Ja, ich bin aus Bingen. Und deswegen ist dir diese Ehre zuteil geworden? Und dieses Schifflein fährt von wo nach wo? Das fährt von Bingen nach Rüdesheim. Ja. Und ich wurde gefragt von Herrn Pohl, ob ich das auch machen würde. Ich bin natürlich die Nummer 1. Ich habe auch ein extra kleines. Ich kann also immer hin und her fahren. Man fährt ungefähr 2,5 Minuten. Ja, okay. Von Bingen nach Und du fährst jetzt da für Umme? Ist ja pausenlos fahre ich darum. Pausenlos. Apropos pausenlos. Sie hat ja auch gesagt,
da bin ich mal schlau, wenn ich hier in diese Sendung komme, am 19. September zugunsten mein der Sohn Deutschen hat heute Geburtstag. Was? Mein Sohn hat heute Geburtstag. Ich habe ihn den ganzen Tag nicht erreicht. Immer und noch nicht. Ich habe jetzt ein Lebenszeichen bekommen. Hast du? Ja, ich wollte eigentlich schon fragen, ob ihn irgendjemand gesehen hat. Das ist doch furchtbar für eine Mutter, ne? Die gratulieren will und der Sohn geht ihr ans Telefon. Die Sendung heißt aber Aktenzeichen XY, die Sie jetzt meinen. Also er ist aufgefunden, ja, und hat sich gemeldet. Das ist doch schon mal schön. Ja, es ist alles in Ordnung. Okay, dann lass uns noch mal zurückgehen zum Schiff. Ne? Da hast du dir gesagt, also wenn ich an diesem wunderbaren Tag hier bin, dann könnte ich ja vielleicht ein paar Spenden eintreiben. Auf dem Schiff kann ja keiner weg. Ja. Ne? Da bist du hin und her gefahren, so eine Weile, und hast die Autofahrer im wahrsten Sinne des Wortes ausgequetscht und hast Herrn Trepper mitgenommen. Und das Ergebnis schauen wir uns mal an. Ich bin sehr gespannt. Alles hier lang. Jawohl. Ja, das ist Bing, da bin ich geboren. Und das ist mein Schiff. Und jetzt kommt der Herr Trepper. Ja, jetzt kannst du dich mal nützlich machen. Damit kannst du jetzt Spenden sammeln für die Deutsche Krebshilfe. Tust ein gutes Werk und stehst nicht nur rum. Na, geh mal, frag mal. Links, Frau Roos, links, jetzt links. Nee, das andere links. Da. Hier. Da! Ach, auf der anderen Seite. Ach, der ist ja auch bescheuert, der Mann. Wenn Sie Scheine reinwerfen, das hilft enorm, weil sie kann auch nicht mehr so viel tragen. Ist der Mann nicht furchtbar, wenn man so einen zu Hause hätte? Das wäre doch die... Ach, das wäre doch furchtbar. Das wäre schlimm. So, Frau Roos, zügig, nicht so lange quatschen. Dankeschön. 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 Vielen, vielen Dank. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das Ding so schnell voll wird. Sind Sie auch Namensvetter? Sind wir? Ja, ich heiße Elke Roos. Nein, nein, das muss ich euch, na, das muss ich dir erzählen. Weißt du, wie die Dame heißt? Nein, Elke Roos. Das hat Irrsinn. Kann mich ausweisen, wenn es... Nein, brauchen Sie nicht. Unglaublich. Sie sind nur wirklich geschlagen genug. Guck mal hier, Leute aus Holland. Ja. Wenn die kein Geld nehmen, nehmen wir auch Gras. Das machst du, das machst du. You can get it if you really want. Dankeschön. Die Mary Roos, Namensgeberin vom Schiff. Perfekt. Und was gespendet, was Gutes getan. Was soll ich denn da rausgeben? 60 zurück. Ja. 60 zurück, 50er. You'll succeed at last. Komm gleich mal mit der Büchse. Ich hab da mitgewedelt und da war's weg. You'll succeed at last. Halt, halt, die Kohle. Halt, halt, halt. Dankeschön. Das wird eine lange Nacht, bis ich das gezählt habe, Leute. Herrlich. Herrlich. Aber Carmen, darf ich dir mal sagen, dass ich das ganz wunderbar finde in dieser Sendung? Viele Spendensendungen werden ja vorher schon, da werden schon irgendwelche Firmen angefragt, haben sie nicht eine Spende und so. Und ihr macht es wirklich nur mit dem Publikum. Und Sie sind eigentlich diejenigen, die hier unsere Kasse füllen. Und ich finde es wunderbar. Und wenn Sie nur 2 Euro, 1 Euro oder 50 Cent haben, völlig wurscht. Es ist eine ganz wichtige Sache, die wir machen können zusammen. Auch in dieser Zeit, die nicht so schön ist. Aber helfen Sie uns. Und das machen unsere Zuschauer heute ganz besonders gut. Absolut. Und jetzt vielleicht Herr Trepper. Haben Sie nachgezählt, was die Mary eingesammelt hat? Wie viel war es denn? Also, wenn ich das recht erinnere, dann haben wir 951 Euro zusammengekriegt. 50 Cent. 50? 950. Ja, toll. Also, so Pi mal Daumen. Und ich meine, das ist eine Menge. Ja, also für die 2 Minuten hin und her, wir mussten die Leute ja eigentlich überfallen. Ja, absolut. Ne? Also und wir mussten vor allen Dingen alle kriegen. Und wenn uns jetzt einige Leute zuschauen, die da auf dem Schiff waren, ganz herzlichen Dank. Ne? Auf Marys Boot, vielen Dank. Ja? Unbedingt. Die waren alle ganz zuckersüß. Ne? Ja, einwandfrei. Tja, Herr Trepper, wir beide haben noch kein Boot, ne? Nein, habe ich nicht, obwohl ich aus Duisburg komme, mitten am Rhein. Aber ich glaube, da ist auch jeder Fährbetrieb eingestellt. Mary kennt das ja mit den Fähren. Als sie Kind war, gab es ja noch gar keine Brücken. Aber die,
Wir haben noch kein Boot, nein. Nein, wir haben noch kein Boot. Und dir gefällt das auch ganz gut, du hättest auch nicht gern, das wäre zu plump, ne? Wenn man eine Rose nach dir benannt hätte, das wäre ja albern, oder? Nee, Schiff ist schöner, schon schöner, ne? Oder? Ja, ja. Schiff ist schöner, finde ich eigentlich auch. So, jetzt hast du ja gesagt, zum Leidwesen all deiner Fans, nö, ich habe mein 60. Jubiläum gefeiert, ich singe nicht mehr. Ich singe nicht mehr im Fernsehen, mache ich nicht mehr. Jetzt haben wir dich ja da erwischt, ne? Aber jeder muss ja mal aufhören, ne? Ja, ja, jetzt haben wir, ich habe ja auch nichts dagegen, ne? Ich habe nur gesagt, zum Leidwesen. Ach, du findest das gut, Fans. Ja? Nee. Möchtest du meine Meinung dazu hören, möchtest du nicht? Ja, nein, an dir geht doch, geht doch was verloren. Das ist doch, nein. Ich meine, wer hat denn so eine Stimme? Jetzt versagt sie dir. Du willst nicht mehr. Nein, aber pass auf, lass uns über dieses kurze Beispiel sprechen. Ganz toll, auf dem Schiff geht sie zu ihren Fans und singt mit denen. Ja? Wenn ich singe mit jedem, der mit mir singen will. Pass auf, wenn ich das jetzt zeigen würde, dann würdest du ja entgegen deinem Abschied, würdest du ja wieder im Fernsehen singen. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr das aufgenommen habt. Ach was, ich zeig's einfach. Was ist denn hier los, Leute? Auf nicht gehen, auf nicht gehen. Ja. Ich habe endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen im Gesicht. Aufrecht gehen durch die Nacht ins Licht. Ja, könnt aufhören, die Ersten sind schon runtergesprungen. Es war mir eine Freude. Aber sie hat es in meiner Sendung noch mal getan. Sie hat noch aber mal laut gesungen. Statistik haben die Männer ja 100 Gramm Hirn mehr. Aha. Benutzen Sie es. Ja, also Mary, ich meine, wenn du es nicht vermisst, dann ist es auch schön. Aber nein, solltest es ist schön, dir zu sein überlegen, heute. Dann kannst du ja bei mir auch gerne noch mal ein Lied singen. Wollen wir mal zurückschauen in die süßen Anfänge? Ich finde, wir gucken ja immer alle so gerne alte Ausschnitte oder ich so. Ich nicht. Ja, und ich habe mir einen ausgesucht, da du ja nicht singst, habe ich gedacht, dann gucken wir mal, wie es anfing. Und ich finde, du warst... Gab es da schon Filmaufnahmen? Ja. War noch alles in Schwarz-Weiß. Die gab es nur Schwarz-Weiß, wir haben nachkoloriert. Nee, nee, also die war das, was man wirklich einen Feger nennt. Ne? Also sie sah so einen richtigen Feger. Sie sah ja super aus. Guck mal, guck mal, guck mal. Und schau dir tief ins Herz hinein. Was ist das denn? Das ist das Biene-Maja-Kleid. Wie schön ist das denn? Was ist das denn für das ein Kleid? Das ist Biene-Maja-Kleid, wissen Sie? Das ist ein Häkelkleid, Herr Treffer, das können Sie nicht wissen. Gottes Willen. Also ich meine, das ist heute wieder total modern. Heute machen sich die jungen Mädels wieder aus Häkel-Dingsbums, machen die sich Röcke, Kleider, Bikinis, alles Mögliche. Du warst ganz, ganz vorne dran hier. Und es mussten nur 250 unschuldige Topflappen herhalten. Ja. Also ich meine, ist doch okay, oder? Ja, also 1970 war es übrigens, Herr Trepper. Donnerwetter. Ja, 1970. Haben Sie da schon gearbeitet? Ja, habe ich auch schon. So, meine liebe Mary, also ich finde, es war schön, dass du heute da warst. Oder es ist schön, dass du da bist, Herr Trepper, dass Sie begleitet haben, finde ich toll. Ich drücke die Daumen, dass es mit dem Programm bald losgeht. Dann komme ich vorbei, ja, das will ich unbedingt sehen.